Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne, und herzlich willkommen bei der fünften und letzten Folge meines Schiffsguides hier in Dreadnought. Die fünfte Klasse und auch die letzte hier im Spiel ist die Corvette, und das ist die schnellste und auch die fragilste Klasse im Spiel. Das Ding hier hat, glaube ich, 8000 Lebenspunkte. Zum Vergleich, mein Dreadnought, meine Jutland hat 80.000. Dafür ist das Ding hier aber auch super flink, während die Jutland so schnell ist wie ein Kuhstall, der brennt. Ich habe keine Ahnung. Er ist sehr langsam. Die Korvetten sind eine ganz interessante Klasse. Man kann die ähnlich auch wie taktische Kreuzer auf verschiedene Arten und Weisen ausbauen. Man kann zum Beispiel Unsichtbarkeit, also Tarnschilde nutzen oder mit dem man sich unsichtbar machen kann für mehrere Sekunden und sich dann anschleichen kann aus dem Hinterhalt an den Gegner. Man kann aber auch Nachbrenner nutzen und einfach unglaublich schnell fliegen, wodurch man dann eben Projektilen ausweicht und dann einfach sehr schnell zum Gegner stürmt. Man hat Torpedos, man hat verschiedene Pulsarten und dergleichen, man kann sich selbst heilen. Man hat sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dem Gegner hart den Arsch aufzureißen. Und das versuche ich jetzt mal zu zeigen. Das funktioniert hoffentlich. So, wir haben schweren Torpedo, Selbstreparatur, wir haben einen Warp. Und wir haben Raketenabwehrpuls. Das heißt, wenn wir mit Raketen zugekackt werden, dann können wir einfach den Puls zünden. Und alle Raketen im Umkreis werden dann gesprengt. Ja, ruckelt. So. Dann wollen wir ein bisschen, nochmal, dann wollen wir mal ein bisschen Gas geben. Packen mal die Energie hier auf die Triebwerke. Man sieht auch, die oberen beiden Triebwerke werden aktiviert und die unteren brennen stärker nach. So, das Ding funktioniert oder fungiert gleichzeitig auch als Aufklärer, als Speer oder Scout. Und wir wollen uns in erster Linie auf taktische Kreuzer, auf Artilleriekreuzer und auf andere Korvetten stürzen. Da ist ein saftiger kleiner Artilleriekreuzer, den will ich haben. Und da ist ein taktischer Kreuzer. So, die Raketen haben wir kurzerhand abgewehrt, wie man gesehen hat. Die hat mich fast erwischt. Ich habe die dann aber weggeknackt. Und dann bewegen wir uns mal geschwind hier nach unten, warpen mal kurz. Und kacken den Gegner mal richtig schön zu. Mit Torpedos. So, er hat jetzt sein Schild hochgefahren. Ist mir relativ egal. Ich schieße einfach die ganze Zeit auf ihn. Dann wechsle ich kurz die Waffe. Dann schieße ich weiter auf ihn. Versuche ihn wegzuschmelzen, wie man sieht. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und jetzt schmelze ich den nächsten weg. Und wie man sieht, ich mache sehr viel Schaden. Und da ist der nächste tot. Tja, so schnell kann das gehen. Dann holen wir uns mal den Zerstörer dort vorne. Der hat gerade zu tun mit anderen Leuten als mit mir. Dementsprechend ist er in der wundervollen Situation, dass ich ihm in den Arsch springe. Und dann schmelzen die ihn mal kurz. Der Torpedo wird gar nicht mehr ankommen, denke ich. Doch, der kommt noch an. Da kam er tatsächlich noch an. Und dann machen wir den kalt. Prima. Man sieht, das Schiff ist sehr schnell. Das Schiff macht sehr viel Schaden. Hiermit kann man sehr viele Kills tatsächlich hervorrufen. So, da unten ist eine Stufe 4. Eine Stufe 4 Korvette, die macht auch Ratten viel Schaden, wie man sieht. Ich will hier direkt weg. Ich werde mich auch direkt heilen und verpiss mich. Zack. Sehr viel Schaden gerade erlitten. So, wir sind weggekommen. Ich würde die ganz gerne jagen und kalt machen. So, die wurde auch getötet jetzt. Ich habe nämlich ein paar Unterstützungspunkte bekommen. Da hinten ist ein Heiler, da ist ein Dreadnought und hier ist ein weiterer. Das heißt, wir werden uns jetzt mal um den Heiler kümmern. Oh, da hänge ich im Gletscher fest. So, dann gehen wir mal ein bisschen runter hier. Das ist eine sehr, sehr sneaky Klasse. So, dann greifen wir den mal an. Wir haben die Schilde jetzt gerade oben, das heißt, wir können im Moment keinen Schaden erleiden. Und da haben wir ihn kalt gemacht. Und dann warpen wir direkt mal weg hier.
So, der Artilleriekreuzer dort, der wird uns keine Probleme machen. Der ist absolutes Frischfleisch für uns, der kann sich nicht gegen uns wehren. Er kann schon, aber wird er nicht machen, weil er zu dumm ist. So, wir sprengen alle Raketen hier in der Nähe. Haben wir nicht hingekriegt, wir waren zu weit weg. Das heißt, wir werden einfach mal die Schilde zünden und dann werden wir ihn ausrotten. So, 5 Abschüsse, wir sind nicht gestorben bislang. Man sieht schon, das Ding ist super schnell, das Ding macht super viel Schaden. Ist einfach eine sehr mächtige Klasse. So, dann snacken wir mal den hier weg. Und den rasieren wir dann auch kurzerhand mal weg. Zack. Da ist er tot und da ist der nächste, den ignorieren wir mal. So, ich will nämlich nicht, dass er sich auf mich konzentriert. Da kommen die Raketen wieder an. Dann fliege ich mal kurz unter meinen Kollegen hier. Der wird ein paar Raketen fangen. Na, doch nicht. Dann machen wir das. Wie man sieht, alle Raketen wurden gesprengt. So, hinter mir ist ein Zerstörer. Der ist sehr schwach. Der ist nur auf Tier 2. Das heißt, wir holen uns den. So, Torpedo zünden, Schilde hochziehen und dann schmelzen wir ihn. Torpedo brauchen wir gar nicht, wie wir gesehen haben. Der war schon lange tot, bevor der überhaupt ankam. Da oben ist der Torpedo. Da unten ist die Korvette wieder, die wir vorhin gesehen haben. Wir ziehen die Schilde hoch und schmelzen ihren Arsch weg. Tja, die war zwar Tier 4, aber man sieht, man macht halt sehr viel Schaden. Ich weiß nicht. Die Korvette ist eine Klasse, die ist halt eine Profiklasse, sagen manche, aber ich finde, Korvetten sind sehr leicht zu spielen. Die Korvetten sind einfach total übermächtig. Die Korvetten in Tier 2, die Dover, ist einfach so scheiße krass. Sehr unangenehm, glaube ich, für jeden, der gerade neu anfängt mit dem Spiel. So, ich ziehe mal den Schild hoch, der ist tot. Dann greife ich den an. Wer die Raketen ab mit dem Puls, dann ist der tot. Also wirklich, also ich weiß nicht. Ich bin jetzt kein sonderlich guter Spieler mit den Dingern. Ich habe jetzt nicht so oft gespielt damit. Und trotzdem tötet man so viele Leute so schnell. Ich spiele jetzt zwar gerade gegen die KI, aber dennoch, selbst wenn das jetzt Spieler wären, viele Spieler können sich trotzdem nicht wehren gegen so eine Korvette. Die wissen einfach nicht, was sie machen sollen. So, dann schmelzen wir den. Dann wechseln wir kurz. Schmelzen wir den weiter. Und dann war es das. Da kommen die Raketen runter, die haben wir kurz abgewehrt. So, da ist ein halbtoter Zerstörer. Den wollen wir mal ganz töten. Der kommt hier auch nicht weg. So, wir reißen mal schön die Schilde hoch, das heißt, er kann mich gar nicht zerstören. So, wir sind nämlich unbesiegbar. Wenn die Schilde stehen, die wehren 100% aller Attacken ab. Die sind total hirnrissig krass. Oh Gott, dieser Bombenteppich hier. Meine Güte. So, wir haben jetzt 11 Kills, glaube ich. Ne, 12 haben wir. Wir sind immer noch nicht gestorben, was total geisteskrank ist. Ich meine, wenn man bedenkt, dass wir 8000 Leben haben, hätte man eigentlich annehmen können, dass wir zumindest einmal gestorben wären bislang, aber ist nicht der Fall. So, das ist ein bisschen gefährlich, da will ich nicht sein. So, da ist eine gegnerische Korvette. Die will ich eigentlich kalt machen. Und das mache ich wohl auch, denn die kommt hier nicht weg. So, wir heilen uns mal. Ah, den haben wir kalt gemacht. Dann heilen wir uns nochmal. Warpen da durch den Turm durch. Und da ist eine weitere Korvette links von mir. Die hole ich mir jetzt auch. Die ist hier unten irgendwo gewesen. Ich schätze mal, die wird auch noch da sein. Da links ist er. Da unten ist er. Tja, das war's dann wohl mit dir, ne? Mein Freund. Und wer gesagt. So, die beschießen mich hier, aber wie gesagt, ist mir eigentlich scheißegal. Oben ist, glaube ich, eine Jutland. So, ich hole mir jetzt die beiden taktischen Kreuzer, die da noch stehen. Wir haben hier auch einen Zerstörer, der mir hilft. Dann warpen wir vor. Und dann machen wir den kalt. Und das war's mit dem. Guter Schuss.
Und dann haben wir da noch ein Schiff. Das holen wir uns auf. Dann werden wir kurz abwehren. So, die Schilde, die wir haben, wie gesagt, die halten sehr lange, die sind sehr stark. Und in der Zeit haben wir den Gegner auch schon kalt gemacht. Ah, den habe ich nicht mehr gekriegt. Der war schon tot. So, dann reparieren wir nochmal kurz und dann holen wir uns den Artilleriekreuzer da hinten. Und mit ein bisschen Glück ist das dann auch der letzte Kill des Spiels für uns. So, wenn er mich getroffen hätte jetzt, hätte er mich sofort umbringen können. Hat er aber nicht geschafft. So, wir drücken da jetzt schön Patronen rein. So, und dann laden wir nach und schießen nochmal rein. Jucken seine Schilde weg und das war's. Jetzt haben wir gewonnen. So, 17 Kills. Wir sind nicht gestorben. Das lief eigentlich ganz gut. So, hier kann man ganz gut sehen, was so eine Corvette machen kann. Wie gesagt, das war jetzt gegen die KI. Gegen Mitspieler oder gegen ein anderes Team wären das jetzt nicht 17-0 gewesen, sondern wahrscheinlich, ich weiß nicht, 11-3 oder so, dreimal gestorben, 11 Abschüsse, was hirnrissig viel ist, weil wie gesagt, ich habe nicht viel trainiert mit der Corvette. Ich glaube, ich habe nur alle Standardmodule, das heißt, ich habe keine besseren Module für die Corvette freigespielt oder gekauft, besser gesagt. Das heißt, die Corvette an sich ist sehr, sehr mächtig in Tier 1 und Tier 2. Ab Tier 4 und vor allem in Tier 5 ist die Corvette sehr viel schwächer, weil Gegner dann anfangen, Sachen zu nutzen wie den Stasis-Puls, der die Corvette dann bewegungsunfähig macht, oder anderweitigen Scheiß nutzen, der sehr, sehr schlecht ist für das Leben des Corvette-Piloten. Wie dem auch sei, man hat gesehen, man kann relativ schnell hier Leute kaputt machen. Ist eine unterhaltsame Klasse, macht mir viel Spaß. Ja, und die letzte Klasse der 5 verschiedenen Schiffsklassen hier in Dreadnought. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Probiert aus, was euch Lust macht und Spaß bereitet. Und wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder. Und zwar in der Hölle. Nein. Bis zum nächsten Mal und adios.